Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Book of Books. Ich bin Jenny und heute möchte ich mit euch über Jedes Jahr im Juni von Lea Louise sprechen. Habe ich vom Bloggerportal erhalten. Das ist die gute. Und hier geht es um Emmy und Lukas. Und Emmy hat irgendwann, als sie relativ jung noch war, einen Luftballon mit einer Nachricht fortgeschickt. Und daraufhin, den hat Lukas gefunden und darauf ist eine ziemlich süße Freundschaft geworden. Natürlich haben sie sich auch irgendwann, als sie erwachsen genug waren, sich in Real Life getroffen und gesehen. Aber bis dahin haben sie teilweise wirklich nur geschrieben. Und mir hat die Geschichte so viel Sommerlaune beschert, dass ich es relativ schnell durchgelesen habe. Weil sie ist nicht ganz so vorhersehbar tatsächlich. Was man nicht glaubt, denn es ist natürlich eine Liebesgeschichte, Young Adult, wie auch immer. Aber es ist Zucker und es ist einfach so schön dargestellt und so schön geschrieben. Und ich fand sogar, dass die Protagonistin Emmy echt positiv war. Also sie hat mich positiv überrascht. Oftmals sind irgendwie Figuren und Charaktere von den sind weibliche Figuren oftmals echt so tollpatschig, nervig dargestellt. Ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben soll, aber in diesem Fall hat es wirklich funktioniert, dass die Emmy auch mich überraschen konnte. Und Lukas war ebenfalls echt interessant, ne? Doch es gibt auch noch andere Figuren, die ich nicht erwähne. Und es ist ein schönes Buch für den Sommer. Perfekt. Was der Luftballon damit, wie gesagt, auf sich hat, habe ich ja eigentlich schon verraten. Aber es ist trotzdem noch eine interessantere Fügung. Ich weiß nicht, warum der Luftballon auf dem Cover gelb ist. Eigentlich sollte er rot sein. Aber gut. Immerhin besser als nichts, ne? Genau. Das war es allerdings auch schon. Ich will ja gar nicht spoilern. Rezensionen müssen nicht unbedingt immer lang sein und ausführlich, doch kommt noch, aber bei solchen wie das hier geht es mehr um das Gefühl und ich vergebe ja keine Sterne mehr, wie gesagt, aber es hat sich für mich gelohnt und mein Gefühl hat mir hier echt einige schöne Momente beschert. Hier ist der Luftballon rot, seht ihr, beschert. Also es war ein wirklich tolles, harmonisches Buch und ich denke, von Lea Louise kann man noch mehr lesen und erwarten und deswegen bin ich gespannt, was vielleicht nochmal, was ich eventuell irgendwann mal von ihr lesen könnte, werde, wie auch immer. Bleibt also am Ball. Das Buch habe ich vom Bloggerportal, wie gesagt, erhalten. Es ist aus dem Penguin Verlag und nun wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye!